Guten Morgen, ich bin Fienchen und ich begrüße alle Großen, wink mir mal. Und auch die Kleinen, wink mir auch mal. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ganz aus dem Häuschen, dass wir zusammen Gottesdienst für kleine Leute feiern. Ich freue mich darauf, mit euch zu basteln. Das macht euch bestimmt ganz viel Spaß. Und wir erleben, wie ein kleiner Junge gegen einen Riesen kämpft. Und ihr werdet entdecken, dass ihr viel größer seid, als ihr ausseht. Denn für Gott seid ihr das Größte. Und darum einfach spitze, dass du da bist. Bewegungen, einfach spitze, dass du da bist. Komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und stampfen. Einfach spitze, lass dich stampfen. Einfach spitze, lass dich stampfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass dich stampfen. Einfach spitze, lass dich stampfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Und klatschen. Einfach spitze. Lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, lass uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns lieb hat. Streichelt euch mal über die Wange. Im Namen des Sohnes, der uns kennt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns umgibt. Ihr wisst ja, wie Schnecken beten, oder? Genau, wir gehen ins Häuschen, Augen zu und das Herz ist ganz wach. Und ihr? Finger zusammen, vor die Brust und Augen zu. Lieber Gott, andere sagen oft zu mir, dafür bist du noch zu klein. Manchmal heißt es, dafür bist du schon zu groß. Ich will jetzt genau so sein, wie ich bin. Ich bin neugierig. Ich bin gespannt darauf, was ich heute mit dir erleben werde. Hilf mir, dass mein Herz dafür bereit ist. Amen. Alles muss klein beginnen. Zuerst Handflächen reiben. Dann mit zwei Fingern klatschen. Dann mit den Händen klatschen. Und dann stampfen. Bumm. Genau. Alles muss klein beginnen.
Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß. Nochmal. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß. Schau nur dieses Körnchen. Ach, man sieht es kaum. Gleich bei deinem Dasein. Später wird's ein Baum. Und nach vielen Jahren, wenn ich größer bin, spende der mir Schatten, sink die Amsel drin. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß. Boom. Nochmal. Alles muss klein beginnen. Lass etwas Zeit verrinnen. Es muss nur Kraft gewinnen. Und endlich ist es groß. Nehmt mal eure Finger und berührt mal ganz oben die Ohren, da wo die zum Himmel zeigen. Und wenn ihr die Ohren habt zwischen den Fingern, zieht mal ganz vorsichtig daran. Es darf nicht wehtun, sodass es gut tut. Und dann wandert mal mit den Fingern ein Stückchen weiter und da auch wieder sanft ziehen. Und dann noch ein Stückchen, lasst euch ruhig Zeit dabei, spürt, wie groß eure Ohren eigentlich sind. Wandert weiter, auch wieder ein bisschen ziehen, wieder ein bisschen weiter wandern, da kitzelt es ein bisschen. Dann bin ich jetzt beim Ohrläppchen angekommen, ihr auch? Da auch nochmal sanft ziehen. Und jetzt spürt mal, wie sich eure Ohren anfühlen. Bereit für die Geschichte. Entweder heißt es, du bist zu groß, oder es heißt, du bist zu klein. Voll gemein. Hey, Camille, was ist denn mit dir los? Die Leute sagen, ich bin zu groß. Ich soll durch ein Nadelöhr, so ein winzig kleines Nadelöhr. Kinder, wisst ihr, was ein Nadelöhr ist? Und wie winzig klein so ein Nadelöhr ist? Alle sagen immer, du bist zu groß, du bist ein Kamel, das kannst du nicht. Weißt du was? Ich bin auch zu groß. Durch ein Nadelöhr pass ich auch nicht durch. Das heißt, wir sind gleich groß? Fast. Was ist denn jetzt wieder los? Ich bin zu klein. Eben warst du noch zu groß und jetzt bist du auf einmal zu klein. Wie geht das denn? Wenn ich die leckeren Blätter von den Bäumen fressen will, die ganz oben wachsen, ach, da fressen mir die Giraffen alles weg. Und die sagen kleiner zu mir. Du bist zu klein. Guck mich doch mal an, wie klein ich bin. Du bist für mich ein Riese. Ehrlich? Das ist lieb von dir. Hast du nie Probleme mit deiner Größe? Ich? Nö. Ich bin klein genug, dass ich durch den Eingang von unserem Bienenstock passe. Ich bin groß genug, damit ich viel Nektar sammeln kann. Ich bin klein genug, dass ich fliegen kann. Und ich bin groß genug, dass ich die Ameisen verscheuchen kann. Du hast genau die richtige Größe. Nicht so wie ich. Ich bin entweder zu groß oder zu klein. Kennst du David? Wen meinst du? Welchen David? David, der kleine Hirtenjunge? Oder David, der große König? Aber Kamel, das sind doch die gleichen. David war erst ein kleiner Hirtenjunge und dann ein großer König. Aber am Anfang haben alle gesagt, der ist viel zu klein, aus dem wird nichts. Seine Brüder waren alle größer als er. Sie haben schon als Kinder gerne gekämpft und sich gerauft, er nicht. Er liebt Musik, er liebt Gitarre spielen. Darum werden seine Brüder Soldaten und er bleibt zu Hause und passt auf die Schafe auf. Und eines Tages kommt ein Löwe. Die Schafe haben Angst,
Aber David hat keine Angst, denn er glaubt, dass Gott ihm hilft und dass Gott etwas mit ihm vorhat. Moment, Moment. Wer hat was mit wem vor? Also, Gott glaubt an David. Er glaubt, dass er viel mehr drauf hat, als alle anderen von ihm denken. Und David spürt, dass Gott an ihn glaubt. Darum hat er keine Angst, aber eine Steinschleuder und ganz viel Mut. Darum vertreibt er den Löwen und Bären, alle wilden Tiere. Eines Tages soll David seinen Brüdern Essen bringen. Da hört er, dass ein Riese den Leuten Angst macht. Du Biene, weißt du, vor was ich Angst habe? Hm? Nadeln. Vor Nadeln habe ich tierische Angst. Wenn ich eine Nadel sehe, dann wird mein Herz ganz weich. Ich glaube, jeder hat vor irgendwas Angst, oder? Egal, ob es klein ist wie eine Nadel oder groß wie ein Riese. Übrigens, der Riese heißt Goliath. Der lacht die Leute aus und lacht sogar Gott aus. Und keiner traut sich, auf ihn zuzugehen. Außer David. Er ist zwar klein, aber sein Herz ist groß. Und sein Mut auch, denn Gott glaubt an ihn. Und David sagt, ich will den Riesen besiegen. Der König lässt ihm eine Rüstung machen und gibt ihm ein Schwert. Da merkt David, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und er sagt, ich bin auch ohne Rüstung mit den Löwen und Bären fertig geworden. Dann werde ich genauso auch mit diesem Riesen fertig. Und auf dem Weg sammelt er besonders schöne Steine, runde und glatte. Und als der Riese David sieht, lacht er noch lauter. Na, Kleiner, was willst du, dass ich mich totlache? Ha, ha, ha. Und David sagt, du kommst mit Schwert und Speer und Spieß. Ich komme mit der Hilfe von Gott, den du auslachst. Und David zielt mit der Steinschleuder, schießt und... Tor! 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 Genau, er hat getroffen. Ein kleiner Stein trifft den Riesen an der Stirn und der Riese fällt hin. David hat gewonnen. Der Stein war zu groß für ihn. Der Riese war zu klein. Und David hat genau die richtige Größe. Großartig! Du hast es begriffen. Es ist nicht wichtig, wenn die anderen sagen, dass du zu klein bist oder zu groß. Für Gott bist du genau richtig. Boah, ist das toll! Das habe ich mir schon immer gedacht, dass ich größer bin, als ich aussehe und auch größer bin, als ich mich fühle. Und wisst ihr, was ich ganz besonders mag? Kleine Dinge, kleine Tiere und kleine Steine. Vor allem, wenn das so schöne Steine sind wie die hier. Die habe ich gefunden und ich glaube, die hat ein Kind angemalt und dann versteckt. Und das ist eine tolle Idee, weil wirklich manchmal die schönsten Dinge, die kleinen sind, die man leicht übersieht. Darum möchte ich auch sowas mit euch basteln. Sucht euch mal so kleine Steine, so wie David, die schön in der Hand liegen, schön glatt und rund, und dann malt die an. Und wenn ihr die angemalt habt, könnt ihr die wieder verstecken. Und vielleicht findet die jemand und achtet dann mehr auf die kleinen Dinge im Leben. Einer sagt, ich mag.
mag dich du, ich find dich ehrlich gut. Dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. Einer sagt, ich mag dich, du, ich find dich ehrlich gut. Dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Das macht Mut, wenn jemand sagt, ich mag dich, ich brauch dich. Wisst ihr noch, wie Schnecken beten? Genau, Augen zu, die Fühler nach oben, das Herz ist wach und ihr Hände zusammen vor die Brust und Augen zu. Lieber Gott, wenn etwas klein ist, wird es leicht übersehen. Wenn etwas leise ist, wird es leicht überhört. Aber die Kleinen sind für dich das Größte. Hilf mir, dass ich mehr auf das Kleine achte, auf die, die kleiner sind als ich. Du glaubst an mich, das ist großartig. Ich bitte dich für meinen kleinen Glauben. Gib ihm Wurzeln, damit er wachsen kann, und gib mir Hände, die Gutes tun, im Kleinen wie im Großen. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, hoch und weit festgespannt über unsere Welt. Guter Gott, ich bitte dich, schütze und bewahre mich. Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. Bleibe bei uns alle Zeit, segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. Segne uns, denn der Weg ist weit. Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, hoch und weit festgespannt über unsere Welt. Guter Gott, ich bitte dich, schütze und bewahre mich. Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. Bleibe bei uns alle Zeit, segne uns. Dir, was ganz großartig ist, dass ich als Schnecke mein Haus immer dabei habe. Ich habe immer das Gefühl, zu Hause zu sein und weil ich es mitnehmen kann, immer das Gefühl, frei zu sein. Und genau das möchte euch Gott jetzt auch schenken mit dem Segen. Normalerweise gibt es den Segen to go, heute gibt es den Segen von zu Hause für zu Hause. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Mhm.